Hallo meine Lieben und willkommen wieder mal zurück zu Windbound und ich bin jetzt schon, wie ihr seht, am letzten Turm, den wir letztens gesucht haben. Ich habe euch den Weg hier erspart und ja, wir haben den Turm geschafft, den letzten, und können jetzt endlich... Oh, das ist doch wunderbar. Und können jetzt endlich zur... Sag schon, na ihr wisst, wo ich meine, zu dem ziemlichen... Muschelkopf da. So, der war, glaube ich, irgendwo da oben. Und dann haben wir es endlich geschafft, dieses Kapitel zu beenden. Da bin ich gespannt, was danach kommt. Ob denn ein neues Kapitel kommt oder ob es denn da irgendwie weitergeht. Also, wenn da jetzt noch ein Kapitel kommt, dann falle ich aus dem. Ja. Falle ich hier vom Stuhl. So. Oh, relativ schnell. Ich bin auch der Meinung, dass das Ding deutlich schneller ist als ohne das Segel. Jetzt aber los hier. Denn ja, irgendwie ist der Wind gerade nicht auf meiner Seite, ne? Kann das sein? Und da fällt mir das jetzt ein. Oh je. Ach komm, hau ab. So, schnell sind wir schneller. Schnell noch, glaube ich, nicht, aber vielleicht kommen wir schnell aus seinem Radius raus. Oh, haben wir echt Glück. Ach. Los jetzt. Gib doch mal Gas hier. Ah. Das Blöde ist, wir müssen da wieder so... Ich sehe schon hier schon. Oder? Ach komm. So sehen wir ja gar nicht. Ne, hast du ab. Blöde Fliege. So, weiter. Komm. Heb ich auf Schiebstoff, Schiebstoff. Wir müssen nur noch zu der großen Insel. Da haben wir endlich hinter uns. Das ist jetzt mir eine große Hoffnung. Noch richtig, ja, müsste noch richtig sein. Hier ist mich ja wenigstens der Hai nicht mehr. Und das müsste doch gleich aufklären. Ja, sehr schön. Kannst du aber abessen. Hau ab. Spinnst wohl. So. Wenn wir das Glück haben, reicht ja, wenn so aus wir das Schiff vorbeisegeln können. Und dann sollten wir da. Ganz hinten die Höhle wieder sehen oder diese komische, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Aber mal nebenbei kann man ja mal was essen. Ich denke mal, es kommt denn so richtig schnell vor. Oh.
Oh, na los. Ich will jetzt endlich wissen, was nach diesem Kapitel kommt. Müssten eigentlich gleich bald die das Ding sehen da hinten. Ja, ich sehe es da schon. Da ist es schon. So, das Blöde ist, der Wind ist natürlich etwas ungünstig, weil Pech haben. Aber wir gucken mal. Vielleicht geht es ja trotzdem. Oh Gott, das dauert ja gefühlt eine Stunde, bis wir da angekommen sind. Oh, so. Und dann kann man es halt nicht, wahr? Ja, der Anker ist da immer noch dran, ne? Mitten in dem Ding da eingequetscht. Ich glaube nicht mal, dass das Ding überhaupt funktioniert, aber gut. Und doch, hat schon ordentlich Speed drauf. Ja. Man sagt ja, eine Seefahrt, die ist lustig, ne? Aber irgendwie ist die Seefahrt eher stressig. Obwohl wir ja gerade vorankommen. Aber die Entfernung ist trotzdem krass. Zu der Insel da hinten. Immer nähern wir uns. Lass dich mal anfangen. Wobei ich nicht glaube, dass das Spiel gleich durchschauen werden. Ich denke mal, da wird noch sowas wie ein Endboss kommen. Bin ich der Meinung. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das Spiel dann einfach so endet. Das glaube ich irgendwie auch nicht. Wäre auch irgendwo ein bisschen unbefriedigend, wenn da nicht irgendwie was kommt. Ja, das muss ja kein Boss sein, aber irgendwas storytechnisch muss schon kommen. Damit es dann auch wirklich irgendwie einen schönen Abschluss hat. Auf den letzten Meter, ne? Ach, nicht so eine Stelle wieder. Ach, überall sind diese Viecher. Die sind aber auch lästig. Und jetzt kann ich nicht mal sagen, ich. Ja. Ey, immer der letzte Meter hier, das ist doch Kacke, das ist tatlos jetzt. Vom Rinder. Oh, so. Wir haben es geschafft. Jetzt bin ich echt gespannt, ob da noch ein Kapitel kommt, beziehungsweise ob das jetzt so weitergeht wie vorher noch 10, 20 Stunden. Aber ich tue da flippig ja aus. Das macht zwar Spaß, aber noch 10 Stunden könnte ich das nicht so weitermachen. Das wäre mir etwas zu langweilig. Da fehlt mir dann irgendwie doch Abwechslung im Spiel. Ist auch kein schlechtes Spiel, so ist es nicht. Es hat schon seine Anreize. Man könnte natürlich noch deutlich mehr rausholen, mehr Potenzial haben. Es hat mehr Potenzial, man hat viel verschenkt, finde ich ja. Aber gut, das ist halt leider so, lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Und bis sich das mal ändern sollte, wenn überhaupt, durch die Entwickler, habe ich das Spiel schon dreimal durch. Das macht halt auch keinen Sinn mehr für mich. Spiel spielt in der Regel selten doppelt. Ganz selten spiele ich mal ein Spiel zweimal, also ganz selten. So. Da haben wir das letzte Ding. Die letzte Überfahrt, Akzeptanz. Das klingt aber nach Ende, ne? Letzte Überfahrt.
Gut, jetzt dürfte der Boot aber auch nicht besser fahren durch den zweiten Bootsteil vorne und nicht mehr vorne so anklemmen im Wasser. Und wenn es wirklich das Ende ist, habe ich die ganzen Rohstoffe, den ganzen Stress mir völlig umsonst gemacht. Aber gut, ist egal. Dann ist es halt so. Oh. Was für ein Arsch, ne? Was für ein Arsch. Oh. Oh. Alter, jetzt. Nee. Du blöder Arsch, jetzt sind wir gut oder was? Oh, so ein Arsch. Das hat ja mit der Bootsarwegs halb. Okay, das ist doch der Endgegner hier oder so eine Art quasi. Und du musst irgendwie da durchkommen. Ach nee, 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 nee. Jetzt wäre der Riesenwelle da. Na. Oh Leute, ich sehe jetzt schon wieder kommen. Dass wir 20 Versuche brauchen werden. Aber glücklicherweise hat er ja gespeichert. Oh Mann. Oh, Scheiße. Oh, Glück gehabt. Dachte, dass ich den Aufprallweg wieder kaputt oder so, aber. Der macht ja einen schönen Wind hier, ne? Muss man ja sagen. Nee, 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 nee. Diesmal nicht. Oh, Glück gehabt. Gut, dass wir das Ding jetzt mit einem Ruder noch steuern können. Durch die Verlängerung. Was? Ist ein Stein durch? Na, das habe ich jetzt mal nicht gesehen. Ah! Okay, vielleicht ganz gut, dass das jetzt so gekommen ist, sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich wieder geflogen. Und da spielt auch Steine durch die Gegend hier, ich glaube das ja. Oi. Oh. Das war mal knapp. Und ich bin ganz froh, dass ich jetzt dieses blöde Bambussegel habe, das macht es mir echt einfacher, weil das deutlich schneller geht. Ich zwar lieber zwei, drei Stück davon, aber gut, kann ja alles haben. Oh! Wenn der nicht unter mir auftaucht, ist ja alles die. Gut. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Oh, Glück gehabt. Wir wissen ja, wir können umfallen. Ui. Och, jetzt kommt ja wieder. Versperrt mir den Weg hier, oder was? Gut. Glück gehabt. Auf der Stelle ist es auch gut bis jetzt, aber ich würde nicht so laut sagen. Ich sehe das Unheil schon kommen am Ende des Tunnels. Da kommt er bestimmt hier in die Mitte hoch, oder? Oh, da ist ein Portal. Und diesmal sieht es golden aus, nicht so blau. Ich dachte, aus fliegen, ne? Ha! Geil, hast du geschafft? Der Arsch, der. Auf jeden Fall so Portal anderes. Oh je. Hau ab! Oh. Ach so, ich konnte jetzt also nicht mehr machen, ja. Oh Gott, ist das ein krasses Viech. So eine Muschel. Ein Muschel-Oktopus oder was?
Ernsthaft jetzt? Sind wir wieder da, wo wir angefangen haben, oder was? Oh, das Ding heizt dauer ab da. Und das sind ihre Freunde. Gut, für mich sieht es wie das Ende aus, meine Lieben. Wir haben das Ende erreicht. Also war es halt noch ein Traum, oder? Waren wir in der Parallelwelt und sind wieder zurück? Oder wie? Tja, das bleibt uns wohl offen. Tja, meine Lieben, das war's denn. Spiel wird beendet. Tja. Tja, meine Lieben, was soll ich sagen? Also als Fazit, das Spiel ist schon ganz cool, macht Spaß. Auch wenn es ein recht kurzes Spiel ist. Ich hätte mir ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht, muss ich sagen. Und vielleicht ein bisschen mehr Storytelling. Weil man ist, das ist wieder so typisch, man weiß am Ende nicht so wirklich, na, was war jetzt real, was nicht, was ist jetzt genau der Sinn dahinter gewesen, was passiert, was, wer bin ich überhaupt gewesen, wo kam ich überhaupt her und naja, was ist da dieses, immer so, was ich selbst zusammenreiben muss, so ein bisschen. Finde ich ein bisschen schade, weil die haben hier wirklich viel Potenzial verschenkt, wie ich finde, im Spiel. Weil das Spiel, da hätte man so viel mehr draus machen können, viel mehr Abwechslung, ja, das ganze Bowser hätte man besser machen können. Also man hätte das Spiel auf jeden Fall noch länger haben können, so dass es auch motiviert, finde ich, mit der Story. Aber gut, ist nun mal wie es ist. Und ja, an sich hat es Spaß gemacht, finde ich. Ich hoffe mal, euch hat es auch gefallen, das Spiel. Und tja, was soll man dazu noch sagen? Das war's dann erstmal mit Windbound. Und als nächstes geht es dann wieder mit Ghost of Tsushima weiter. Und ja gut, ich glaube, Maneater werde ich nicht weiterspielen. Ich glaube, das Spiel ist bei euch einfach zu langweilig gewesen, weil da sehr Abwechslung fehlt. Falls ihr es doch weitersehen wollt, sagt Bescheid. Rechtzeitig mir unter einen Kommentar schreiben, dass ihr da Interesse dran habt. Ansonsten werde ich das erstmal nicht mehr aufnehmen. Dann geht es erstmal mit Ghost of Tsushima weiter und danach, ja, weiß ich noch gar nicht. Ich habe überlegt, die Control Edition, die, also Control, die neue Quantum Edition, wie hieß die denn, diese neue Edition da mit allen DLCs, die würde ich mir vielleicht holen und dann die mal spielen, ist ja auch was länger, mit einer schönen Story, einer guten Grafik, da ich auch eine Raytracing Grafikkarte besitze, also eine 2080 Ti, könnte man das Raytracing auch ordentlich nutzen und ja, müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Interesse daran habt, welches Spiel euch gefallen würde als nächstes. Wir könnten auch so Last of Us Part 2 spielen, wenn ihr da Interesse habt. Aber das müsst ihr mir mal ein Feedback geben, denn kann ich mir dazu auch mal was überlegen. Gut. Dann war es heute mal eine relativ kurze Folge, die letzte. Ich lasse euch jetzt noch den Abspann ein bisschen ablaufen. Und bedanke mich fürs Zuschauen, für die ganzen Folgen. Ich danke euch für die Likes, für die Abos. Und ja, wir sehen uns bestimmt in eins meiner nächsten Videos wieder. Macht's gut, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.